Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde Let's Play Guild Wars 2. So, ich habe gerade schon mal angefangen aufzunehmen, aber es hatte furchtbar geleckt. Ich war bis hier vorne rübergelaufen und habe halt den Fertigkeitenpunkt hier vorne geholt. Und ja, man sieht hier noch so die restlichen Punkte auf der Karte. Hatte dann noch versucht, hier diesen Aussichtspunkt zu holen. Aber dann hat es wie Hulle geruckelt und deswegen habe ich gesagt, gut, fangen wir einfach nochmal von vorne an. So, gut, der Aussichtspunkt, der ist dort oben. Ihr seht den da oben hier, da wo das Zahnrad ist. So, und darüber zu kommen, das ist gar nicht so einfach. Denn, ups, was ist denn hier los? Schauflerwanderung. Gut, hier rüber zu springen, das geht nämlich nicht. Ich glaube, es geht weder von hier aus, noch geht es von hier aus. Das heißt, man muss wirklich hier rüber gehen. So, und jetzt ist die große Frage... Ah, wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Mit ein bisschen Glück von hier aus, oder? Und wie komme ich dahin? Aha, genau, hier durch diesen Gang ist gar nicht so schwer. Man muss sich nur ein bisschen im Vorfeld, man muss das planen, wie man hier hochgeht, damit man sich hier nicht hoffnungslos verläuft. So, hier geht's rüber. Und erstmal hinauf. Gut. Ah, ich glaube, man könnte auch genauso gut hier jetzt rüber gehen, oder? Oder? Wir laufen erstmal noch hoch, denn da ist ja eigentlich hier so ein abgesperrter Bereich gewesen. Aber ich glaube, man kann von oben zu diesem abgesperrten Bereich hinunterspringen. Ja, das könnte man machen. Aber wir können natürlich auch noch höher gehen. Mal schauen, wo es hier entlang geht oder ob es hier jetzt gleich zu Ende ist. Hier ist Ende, in Ordnung. Man verliert halt total schnell den Überblick hier drüber. Muss mal kurz hier rüber gehen. Nee, hier geht es nicht lang, würde ich sagen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die uns hier nicht vielleicht irgendwie hier runterschubsen, ne? So, hier geht es, glaube ich, runter. Geht das nicht? Oh, nee, geht das einfach nicht. Müsste eigentlich gehen. Wenn wir hier so rüberspringen. Ja, oh, aber so. Nein, Hilfe! Hilfe! Bam! Oh nein! Totes Rager! Totes Rager! Es ist immer so traurig. Wenn sie dort liegt. Mit offenen Augen und zerschmettertem Leib. Na gut. Auf ein neues und... Na gut, die Wegmarke ist frei. Als ich gerade nochmal neu anlaufen musste, weil ich dann nämlich in diesem Leck auch gestorben bin, da musste ich von wo ganz anders laufen. Ist das denn hier überhaupt richtig? Ja. Wir müssen hier nach oben gehen und dann versuchen wir das nochmal. Aber man kommt doch sonst wirklich nur auf diesem Weg dahin, oder? Oder? Gut, wir werden es nochmal sehen. Blaupausen für Schauflerpanzer. Ach, hier läuft ja jetzt auch noch das Event gleichzeitig. Dann können wir also doch mal... Haben wir vielleicht schon ein paar von den Blaupausen? Blaupausen für Schauflerpanzer. Zwei Stück habe ich sogar schon davon. Irgendein anderer Spieler macht das Ganze auch schon. Hier haben wir schließlich schon irgendwie einen Fortschritt. Oh, da zum Beispiel. Wir können mal von diesem Schaufler versuchen, noch was abzugreifen. Dann kriegen wir von dem sicherlich auch eine Blaupause. Blaupause. Nix da. Keine Blaupause, keine Blaupause. Nee, ich suche nur den Aussichtspunkt, weder Reichtum noch Ruhm. Gut, das war jetzt nochmal wo genau? Wir mussten jetzt nochmal wie genau gehen? Ach da, da ist es noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf jeden Fall darüber da hochkommt. Da. Ach so, da ganz unten irgendwo ist der Sammler, hm? Naja, gut. Wir gucken mal, ob da jemand hier das Event jetzt irgendwie wirklich groß vorantreibt. Ansonsten würde ich sagen, dann schauen wir später nochmal, ob wir da was abgeben können. Aber momentan hier ist das wohl nicht nötig. So, also auf ein neues hierauf. Da machen wir halt oben nochmal die ganzen Schaufler alle. Und dann versuchen wir es hier nochmal mit dem Runterhüpfen. Was ist denn hier eigentlich mit den Fässern hier? Komme ich da so hier so drauf?
Und jetzt hier rüber? Nee, komm ich überhaupt nicht. Was ist ja doof hier? Warum komme ich denn hier nicht rüber? Das ist ja mal blöd. Aha, aha. Gott, ey. Die bringen mich um hier. Und mit ein bisschen Pech schubsen die mich hier auch noch runter. Ey, übel, 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 übel. Glück gehabt. Glück gehabt. Ach nee, da ist immer noch einer. Da ist noch einer, der immer noch auf mich schießt. Hier, ich muss mal eben hier heilen, heilen, heilen. Nicht sterben, nicht sterben. So. Was steht denn der hier in der Textur? Hallo, du Cheater. Du Cheater-Schaufler. Ach du Schande. Das ist, hier ist auch noch so ein Geschützturm. Ach, da muss ich mich ja gar nicht wundern hier. Oh, bitte nicht sterben, Roger. Bitte nicht sterben, Roger. Bom, da bin ich umgekippt. Ach, so ein Ärger. Huh. Was ihr immer hier für große Töne spuckt. Brillant wie eh und je. Macht den Schaufler-Geschützturm weg und dann ist alles gut. So. Okay, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt hier nochmal mit dem Rüberspringen. Notfalls nehmen wir ein bisschen Anlauf mit ein bisschen Speed. So. Gib Gummi und jetzt hier rüber. Sehr gut, hier sind wir jetzt gut gelandet. Ah, ich glaube, wir rennen hier erstmal wieder ein bisschen durch. So. Hier hängen immer bei dem Event mit den Spinnen, bei dem Gilden-Event, die Flaggen an diesen komischen zwei Masten, die ihr da gerade gesehen habt. So, und jetzt lache ich, wenn wir jetzt hier gleich auf einem ganz anderen Weg viel besser hergekommen wären. Möglich ist das. Ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ja, nee, ich glaube, das war, ist wirklich der einzige Weg hierher. Immer dem Spinnenpfad folgend. So, und eine Schauflerkiste ist hier. Wir müssen leider mal die beiden Schaufler hier auf jeden Fall wegmachen. Ja. Dann musst du mal deine Ausdauer ein bisschen regenerieren. Was ist denn das für einer, der hier hinten so große Flächendamage-Felder macht? Ausgewichen! Die Maulwürfe hier. Dass die überhaupt so gut treffen. So, und jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich hier durch Doofheit irgendwie runterfall. Geschützturm haben wir auch noch. Boah. Und auch richtig ordentlich Schaden hier, das blöde Teil. Geht schon kaputt. Komm schon. Bäm. So. Da ist der Arm eingeknickt. Schauflerkiste nehmen wir gleich mit. Wir gucken uns hier erstmal in der Höhle um. Ein weiterer Beweis. Super. Gut, da haben wir. Was haben wir denn hier bekommen? Wir haben bekommen tägliche Aussichtspunktgenießerin der Zittergipfel. Oh, ihr sollt doch hier nicht den Spieler, während er hier sich den schönen Ausblick anguckt und genießt, niedermachen. Das ist ja mal nicht nett hier. Wir sind doch extra gekommen, um uns hier mal eure Höhle anzugucken. Abgesehen davon, dass ihr. Naja, gut. So, die Schauflerkiste noch und dann schauen wir, ob es noch irgendwas gibt, was hier... Oh, das ist ja irre hier. Oh, wow. Das Ding liegt jetzt hier. Wie geil ist das denn? Das war aber Hammer. Hier die Animation, oder? Das fand ich ja cool. Schön. Ja, ganz genau. Von da hätte man nämlich hier nicht hochspringen können und von da hätte man hier auch nicht hochspringen können. Gut, was haben wir denn hier noch in der Höhle? Die Sehenswürdigkeit Steinhauts Grab hatte ich abgelaufen, als ich hier beim ersten Mal auf der Suche nach dem Aussichtspunkt war. Den Fertigkeitenpunkt haben wir auch. Ja gut, eigentlich sieht es so aus, als wären wir hier mit dieser Höhle fertig. Wir können jetzt noch gucken, ob wir die eingesammelten Schaufler-Blaupausen, zwei Stück sind das hier, ob wir die noch irgendwie an den Sammler loswerden können. Ja, das Event ist nämlich immer noch nicht zu Ende. So, und jetzt auf dem schnellsten Wege nach unten. Hier diese Konstruktionen hier, die erinnern mich ein bisschen immer an meine Kindergartenzeit.
Da haben wir nämlich immer aus so Bauklötzen so ewig hohe Türme gebaut. Waren immer total stolz, wenn die dann erstmal standen, und total traurig und zu Tode betrübt, weil wir die wieder abbauen mussten. Wuhu! Hey, wow, Roger, gut gemacht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich es schaffe, darüber zu springen. So, und das sollte nicht mehr allzu wehtun. Prima, prima. Ah, Techniker, dich wollte ich doch gar nicht mehr treffen hier. Mann, wir sind bald schon wieder Level 47. Das ist doch schön. Komisch, also wir sind zwar schon bei über 90 Folgen, aber es kam mir irgendwie alles gar nicht so lange vor. Das kam mir gar nicht so lange vor. Wir müssen irgendwie nach hier unten. Da vielleicht, wo gerade hier das Schild, dieser andere Questgeber rumläuft. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Explorator Harlow ist das. Der ist irgendwie... Oh, ah, noch ein Schaufler-Waffenlager. Ah, aber doch. Ey, Tatsache, das sieht so cool aus. Oh, nein, das ist kaputt gegangen. Schade, ich dachte, ich nehme das nochmal eben auf, aber das hat ja wohl nicht geklappt. Ach, der ist da oben. Ich gehe mal nach oben. Dann gucken wir uns mal das Event an. Nochmal hier durch. Ach so, er hat jetzt auch ein neues... Ja, er hat ein neues Event gestartet. Es geht um irgendeinen Stein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo sind denn jetzt hin? Da hinten, in der Ecke. Oh, Veteran-Schaufler-Kommissar. Aha. Ich helfe euch mal hier, Leute. Guck mal hier, mein mächtiger Meteorschauer. Bäbäm, bäbäm. Und natürlich der Eisbogen darf auch nicht fehlen. Pick, pick, pick. Ach, den konnte man jetzt ordentlich einfrieren. Aha, es scheint also so zu sein, dass man Veteranen durchaus noch mit irgendwelchen Kontrolleffekten ja, in Schach halten kann. Aber bei Champions geht das leider nicht. Die sind halt immun gegen solcherlei Kontrolleffekte. Der ist auch immun gegen Blenden. Zurück zur Abtei Dormant mit euch, Kleiner. Da kriegt ihr eine Menge Aufmerksamkeit. Ach, der redet mit dem Stein. Ich dachte, der redet mit mir. Zurück zur Abtei Dormant, Kleiner. Okay, Event war erfolgreich. Gut. Was haben wir denn hier so viele Events hier hinten? Aha, okay. Und hier ist immer noch das Sammel-Event. Gut, aber jetzt sehe ich auch mal, wie wir hier irgendwie entlang gehen müssen, um zu dem Sammler zu kommen. Gehen wir mal nach hier unten. Schaufler. Irgendeine Rolle. Ach, hier sind die Blaupausen drin. Hier in diesen Kisten. Ja, in Ordnung. Das ist gut. Dann sammeln wir da noch ein paar von ein. So. Irgendjemand sammelt auch mit. Hier haben wir ein paar mehr Fortschritte jetzt erzielt auf dieser Leiste, auf diesen Balken. Okay, jetzt scheint es irgendwie hier entlang zu gehen, oder? Ach, ich muss mich relativ viel hier jetzt orientieren. Mhm. Gut. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich will gar nichts von euch. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, dann lasse ich euch auch in Ruhe. So, da sind wir jetzt gleich schon. Ist noch ein Waffenlager, aber das wird wahrscheinlich auch wieder nur explodieren, ne? Oder? Noch nicht mal das. Das wird noch nicht mal explodieren. Okay. Ach Mensch, nervt doch nicht. Da ist er, der Sammler. Oliver. Stufenaufstieg. So. Wenn die Schaufler weiter vordringen, dann vertreiben sie die Nornen noch ganz aus diesem Gebiet. Ich glaube, mein Plan ist perfekt. Sie werden sich noch wundern. Ich habe Baupläne. Diese Baupläne helfen uns, unseren eigenen Panzer zu bauen. Renn doch nicht einfach weg hier, wenn ich mit dir rede. Hallo? Hui, was ist mit dem los? Was hat denn der genommen, dass der hier gerade so rangeprescht ist? Na gut, okay, ich hab's dir abgegeben, mein Beitrag für diese ganze Geschichte. Hier sind 5 Stück. Ich guck mir lieber erstmal an, was uns Level 47 hier beschert. Wir haben hier durchdringender Ring, virulenter Ring, und mächtiger Ring. Na, dann ist doch klar, wir nehmen den mächtigen. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Und außerdem hatten wir irgendwie die Nachricht bekommen, dass wir Mini-Dungeons machen können. Gut.
Aber apropos Post, ich wollte euch noch sagen, ich habe Post bekommen und zwar von dem Arno Dunkelzeit, das ist der Minus Minus, der in dem Minipad-Gewinnspiel den Tequartel gewonnen hatte und der hat sich bedankt, er hat geschrieben, hallo Deckja, vielen herzlichen Dank für den kleinen Tequartel. Es freut mich zu hören, dass dir mein Plan für den Kleinen so gefallen hat. Ich werde mich sehr gut um ihn sorgen, versprochen. Mit aufrichtigsten Grüßen aus den Schatten, Arno Dunkelzeit. Und später hat er nochmal nachgeschickt, er ist so knuffig, wie er immer hinter mir herfliegt. Ja, super. Ich freue mich auch, dass er dir gefällt. Und wünsche euch beiden ganz viel Spaß beim Erkunden von Tyria. So, hier haben wir die nächste Wegmarke, Graue Straße. Oh, und hier unten haben wir wieder einen Champion. Oder zumindest einen Veteran. Schauen wir gleich mal vorbei. Erstmal nehmen wir den mit. Und dann, aha, da unten ist schon wieder so ein Coral. Hier so ein kleiner Stützpunkt. Und hier stehen jede Menge Adlergreifen davor. Schauen wir mal, dass wir irgendwie gefahrlos hier durchkommen. Werf die Schaufler aus der Friedgard-Hütte hinaus. Schauflermoral, Veteran-Schaufler, Belagerungsmeister. Verwendet Abteiforscherin Sabbys Sprengstoff, um die Tore zu zerstören. In Ordnung. Ich würde sagen, das mit den Toren ist schon erledigt. Und wow, illusionärer Duellant. Wow, so ein was, ach so. Das ist eine Non-Mesmerin. Ich hatte gedacht, das ist eine Non-Diebin-Duellant. Okay. Dann helfen wir hier mal eben mit, die Schauflermoral hier zu schwächen. Da hinten ist schon der Nächste. Was macht denn der Hallerzeuger? Au, 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 au. Er macht Feuer. Au, 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 au. Oh, ich brenne. So. Das werden wir schon noch hinkriegen hier. Mal mit dem Meteorschauer auf das hölzerne Tor zimmern. Das sollte ja wohl dann kein Problem sein. Ja, so ist es. So, die Schauflerkanone noch wegmachen. Und wen haben wir denn da noch so? Da ist der Veteranschaufler Belagerungsmeister. Ich denke mal, den sollten wir vielleicht als allernächstes schon direkt machen. Oh. Die Kanonen, die sind aber zäh. Also die letzte Kanone, die ich da gerade in der Höhle gemacht habe, die war nicht so zäh. Boah, zieht die mir Leben ab. Oh, jetzt habe ich mich selber eingeeist. Das war nicht so clever, Roger. Wow. Was haben die denn hier für ein Level? Level 48. Oh, gerade einen über mir, aber es sollte doch gehen. Oh, okay. Hui. Au, 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 ich brenne. Taktischer Rückzug durchs Tor. Au, 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 hier unten drunter ist auch eine Höhle. 7 Lebenspunkte. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Die sind zu dritt. Hallo? Ich brauche Unterstützung. Ich muss rennen. Oh Mann. 184. Er folgt mir immer noch, oder? Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ich nehme die vielfältigen Pfahlwurzeln. Ich nag jetzt erstmal ein Weilchen demütig hier am Gemüse. So. Versteck mich. In der Botanik. Ach, es klappt sogar ganz gut hier als Asura. Brrr, dann werfen wir jetzt erstmal nochmal hier einen kleinen Blick da vorne auf diese... Wie hießen die noch? Friedgard oder so ähnlich, Heimstadt. So, und versuchen jetzt nochmal einen zweiten Anlauf zu nehmen. Hoffentlich diesmal ein bisschen erfolgreicher. Aber Herrschaftszeiten, da ist ja die... Da brennt die Hütte. So, ich hoffe, es ist alles noch in Ordnung hier bei euch. Wow. Wir sind hier ja nur zu dritt und irgendwie... Ach, Schaufflermoral. So, kommt... Ich habe hier meinen Meteorschauer extra für euch warm gehalten. So, so ist das fein. Okay, die Schauflermoral wäre auch schon mal weg. Und jetzt können wir uns um den Belagerungsmeister kümmern. Oh, also da hinten ist schon einer fröhlich ans Werk gegangen. Oh, Manno, was schießt denn hier so auf mich? Ach. Ja, weißt du was? Wir machen dich jetzt hier einfach mal ganz schnell K.O. So.
bitteschön immer hier durch, in der Hoffnung, dass die Schaufler dann jetzt einfach alle despawnen. So, ja, 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 Seite weg, Seite weg, Seite weg. Bumm! In Boden verschwunden, so wie sich das für einen echten Maulwurf gehört. Und jetzt? Was passiert hier jetzt? Ach so, die fahren ihre Wagen auch weg. Buddel, 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 buddel. Schwupp. Cool, die Animation. Dass sie das machen und nicht einfach nur, ja, die spawnen von der Karte, finde ich super. Echt schön. Liebe Leute hier, gelehrte Jordan, ich hätte da einen Vorschlag. Wir haben in unserem Garten auch so Ultraschalldinger, die müsst ihr nur in den Boden stecken und dann machen die immer so ein komisches Vibrieren in den Boden und das hält die Schaufler fern. Ich bin mir ganz sicher. Ja? In Ordnung? Also ich kann das nur empfehlen. So. Gut. Das hätten wir ja soweit dann doch nochmal irgendwie geregelt bekommen. Habt ihr eine Frage? Ich schau mal, ob ich hier Zeugs habe, was ich irgendwie verkaufen will. So Schrott, was wir irgendwie gerade aufgesammelt haben. Datta zum Beispiel. Und dann wäre es das auch schon wieder. Gut, das heißt, wir starten unsere nächsten Erkundungen der Schaufler-Schreckklippen. Jetzt leckt das auch so gerade. Also das ist ein tolles Stichwort, dass wir hier jetzt Schluss machen. Ja, vielen kein Grund zum Dank. Ohne euch hätten wir die Schaufler nie besiegt. Ja, in Ordnung. Ihr habt ja schon das Stühlchen zum Ausruhen für mich hier hingestellt. Und man muss nur noch schreiben können, ohne dass man Caps Lock anhat. Genau, dann kann man sich auch ganz gemütlich ans Feuer setzen. Und ich verabschiede mich von euch für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge Let's Play Guild Wars 2. Tschüss!